Ein Glas Sekt und eine Rose. Damit werden traditionell die Damen begrüßt, die an der Frauentagsveranstaltung der Stadt Hettstedt teilnehmen. Die Veranstaltung ist für die Frauen kostenfrei, lediglich eine Anmeldung vorab ist nötig. 120 Plätze stehen im Ratssaal zur Verfügung und diese Plätze waren innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe nahezu ausgebucht. Bereits eine halbe Stunde vor dem Einlass warteten die ersten Damen vor der Tür, voller Vorfreude auf die Veranstaltung. Kaffee und Kuchen gab es wieder von Sandras süßes Törtchen. Pünktlich 15 Uhr eröffnete Bürgermeister Dirk Fuhlert als einer von vier anwesenden Männern im Saal das Programm, natürlich mit dem Fokus auf die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frau. Vorgestern, am 6. März 2024, war der Equal Pay Day. Frauen haben in diesem Jahr im Durchschnitt bis zu diesem Tag unentgeltlich gearbeitet, wenn man die rechnerische Lohnlücke zu Männern in Tagen umrechnet. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ein Unterschied von 66 Tagen. Frauen wählen ist das diesjährige Motto des DGB zum Frauentag. Für Bürgermeister Dirk Fuhlert ebenso ein wichtiger Punkt, den er in seiner Rede aufgriff. Im Stadtrat Hettstedt sitzen derzeit 7 Frauen. Gewählt wurden in das Gremium zur letzten Wahl 28 Einwohnerinnen und Einwohner unserer Kupferstadt. Dies bedeutet, nur 25% sind Frauen. Unter den hauptamtlichen Bürgermeistern der 9 Einheitsgemeinden und 2 Verbandsgemeinden im Landkreis ist aktuell eine Frau, Frau Klaus aus der Stadt Amstein, gleich 9%. Frauen wählen. Dieser Slogan heißt nicht nur, dass sie wählen gehen sollen, er kann auch als Frauen wählen bedeuten, dass sie bereit sind, eine politische Verantwortung zu übernehmen und sich wählen zu lassen. Landrat André Schröder räumte in seinen Worten den Frauen im Landkreis eine Bedeutung ein. Nicht nur als Vertreter einer Verwaltung kann ich sagen, was wäre dieser Landstrich, was wäre unsere Region, was wäre unsere Heimat ohne das Engagement der Frauen, die hier wirklich Geschichte geschrieben haben. Also dafür nochmal meinen herzlichen Dank und Sie können davon ausgehen, dass uns das hier durchaus bewusst ist, dass es ohne die Gleichberechtigung und ohne das gleiche Miteinander eigentlich gar nicht geht und nicht vorstellbar ist. Nach den Eröffnungsreden startete ein buntes Nachmittagsprogramm. Den ersten Auftritt gestaltete, wie im vergangenen Jahr, der Chor Total Vokal des Wilhelm und Alexander von Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt. Mit deutschsprachigen Liedern begeisterten sie das Publikum. Dana Zimmer als Initiatorin des Hobby-Autoren-Wettbewerbs Caroline brachte in einer kleinen Lesung Geschichten und Gedichte von eben solchen Hobby-Autoren aus der näheren Umgebung zu Gehör. Tanzen im Alter, auch wenn die Knochen vielleicht nicht mehr so richtig wollen, wie das aussehen könnte, zeigten die Kupfersterne, die Tanzgruppe des Seniorenrates des Heimatvereins. Blues, Salsa und traditionelles Liedgut kamen beim Publikum gut an. Selbstverständlich gab es noch die Gelegenheit, selber das Tanzbein zu schwingen. Und so ging der Nachmittag musikalisch zu Ende.